Hallo meine Lieben, es ist wieder Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Ja, ich habe ein paar Fragen bekommen und die werde ich für euch beantworten. Als erstes, was war da? Ah, ja genau, die Manuela. Hallo Manuela, liebe Grüße an dich. Manuela fragte, meine lustigste Begegnung mit Tier und Mensch. Mit Tieren habe ich bis jetzt keine große Erfahrung hier gemacht auf meiner Reise. Vielleicht ganz, was ich erwähnen kann, ist beim Suchen von einem Platz zum Wildcampen bin ich so in den Bäumen herumgegangen und ich habe einen Hasen übersehen. Der hat sich versteckt, der hat seine Unterkunft dort gehabt und ich habe ihn übersehen und er hat mich voll erschreckt. Das Lustige an der Geschichte ist, ich habe nicht gewusst, wer sich mehr erschreckt hat, ob ich den Hasen erschreckt habe oder er mich. So viel zu Tieren, ansonsten ist nichts passiert. Zu den Menschen, meine lustigste Begegnung, es gibt viele Begegnungen, generell gesagt, es gibt jeden Tag neue Menschen, aber die lustigste, die ich erwähnen kann, ist in Turin habe ich einen Italiener kennengelernt, einen Claudio. Ich nannte ihn dann den kleinen, verrückten, schnellen Italiener. Er hat mir innerhalb, als er meine Geschichte hörte, was ich vorhabe, hat er beschlossen, mir Turin zu zeigen. Das Ganze fand innerhalb von 3 Stunden statt und ich habe theoretisch mit dem Fahrrad die ganze Stadt gesehen. Ja, man müsste viel ausholen jetzt, wieso das alles so lustig war, aber generell die Geschichte war die lustigste. Der Typ war einfach der Hammer, hat mich zu seinen Freunden immer zum Geschäfte mitgenommen. Er hat gesagt, wer ich bin und ja, das war ziemlich lustig. Ich habe so viele Leute kennengelernt, es war eigentlich sehr, sehr lustig. Und ja, somit war das für mich eine der lustigsten Geschichten hier. Und dann die nächste Frage, die Annette fragt mich, natürlich liebe Grüße an die Annette, so wie auch. Annette fragt mich, wie ich das mit meinen Übernachtungen mache, ob ich da Bed and Breakfast in Anspruch nehme. Nein! Bed and Breakfast steht nicht am Plan bei mir. Meine Übernachtungen sind hauptsächlich am Campingplätzen oder Wildcampen. In den Großstädten verwende ich das Portal Couchsurfing zu übernachten. Das hat immer ganz gut funktioniert. Dieses Portal ist kostenlos und da finde ich immer wieder 2-3 Nächte, die ich kostenlos in einer Großstadt übernachten kann. Ansonsten, wie gesagt, Campings, Wildcampen, aber meistens Campings. Und noch eine Zusatzfrage zu den Übernachtungen. Ja, ich bekam ein paar Angebote von den Menschen, zum Beispiel in Österreich, als eine Dame hörte, was ich vorhabe, hatte sie mich einfach eingeladen zu sich nach Hause, hat gesagt, ja, du kannst bei mir essen, schlafen, tolle Sache, was du machst. Und somit, ja, immer wieder treffe ich auf sehr, sehr nette Menschen, die geben nicht immer Unterkunft, aber manchmal so, was zu essen. Oder sie reden einfach mit dir, das ist schön, ich erfahre immer wieder tolle Sachen. Und somit, ja, Camping, Camping, Camping. Und ja, ich warte auf eure Fragen weiter. Freut mich, dass ihr da aktiv seid mit mir. Und bis zum nächsten Mal, euer Radl Peter.